Moin Leute! Heute gibt's mal eine Taxifahrt der ganz anderen Art. Wir schauen in ein Bremer Traditionsunternehmen von 1877 rein. Ich begrüße dafür im Taxi den Jakob von der BLG Logistics Group. Und der zeigt uns jetzt in Bremen verschiedenste Standorte von der BLG Group. Angefangen von der Zentrale, dann schauen wir nochmal, wo wird hier überhaupt an neuen Ideen gearbeitet. Und Hochregallager, ein Riesending, da schauen wir auch nochmal rein. Also ich freue mich riesig drauf, weil das für mich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, jetzt zu sehen, was passiert da, wie ist überhaupt die Zukunft von so einem Unternehmen, mit welchen, was treibt die um, was wird Logistik vielleicht bald ganz anders gestaltet, wird da mit Startups zusammengearbeitet, gibt es da Kooperationen, das sind alles Fragen, die mich interessieren und deshalb freue ich mich ganz besonders auf diese erste Folge dieser Art, um da mal die Zusammenhänge zu sehen und zu sehen, was so ein Unternehmen von 1877 heute 2019 umtreibt. Moin, was ist das denn? Moin, Jakob. Grüß dich, André. Hi. Na? Hast du hier Vollausstattung mitgebracht? Ja, klar. Wir haben ja noch ein bisschen was vor heute. Mit Warnweste? Ja, sicher. Was wird das denn? Ja, und das liegt nicht wahrscheinlich an der Autopanne. Ja, nee, die habe ich hiermit auch nicht. Ja, siehst du? Das ist ja ein 30 Jahre altes Fahrzeug, was immer fährt. Ja. Und da fahren wir mal... In Silicon Valley. In Silicon Valley sozusagen. Unser liebevoll getauftes Silicon Valley. Genau ja. So, genau so. Gut, dann fahren wir da mal hin. Genau, und da gucken wir uns ein bisschen was an, was wir da schon mal an Innovation gemacht haben. Denn Innovation geht auch im Office. Ja. Muss nicht alles immer live im Operation sein. Muss auch nicht immer alles im Taxi sein, ne? Das stimmt auch. Also insgesamt bei der BLG haben wir 20.000 Arbeitsplätze, die wir anbieten, weltweit. Du bist jetzt einer davon. Und was ist jetzt von all diesen Menschen deine Aufgabe bei der BLG Group? Also ich bin verantwortlich dafür, dass der Innovationsprozess der BLG und der Digitalisierungsaktivitäten gesteuert ablaufen. Ich sehe ja so viele neue Unternehmen, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab, die mischen plötzlich, in einer Geschwindigkeit mischen die plötzlich richtig mit. Und da frage ich mich, habt ihr vor solchen Newcomern nicht irgendwie ein bisschen Respekt auch? Ja, Respekt auf jeden Fall. Und wir machen, also sagen wir so, deswegen gibt es auch unser Team, was sich so mit dem ganzen Thema Innovation und Digitalisierung beschäftigt. Und dort haben wir auch eine Art Trendmanagement für uns aufgebaut, wo wir zum einen Technologien screenen, die so auf den Markt kommen. Ja, also ist die Datenbrille, die Drohne, die Blockchain, etwas, wo die BLG sich dran beteiligen soll, das umsetzen soll. Yeah. Und das andere natürlich auch mit jungen Unternehmen, agilen Unternehmen zu sichten, wen gibt es da gerade auf dem Markt, wer ist gerade so der Rising Star und dann zu überlegen, können wir mit denen zusammen was machen, können wir einfach deren Tools bei uns einsetzen, ist vielleicht eine gesellschaftsrechtliche Kooperation etwas, was Sinn machen kann für uns und für unser zukünftiges Portfolio. Das machen wir natürlich sehr wohl. Arbeitet ihr mit Startups zusammen? Ja, tun wir. Und was schauen wir uns jetzt an? Nämlich eins, wo wir... Genau das? Genau das. Ah! Deswegen, mitgedacht. Das gucken wir uns mal an, wo wir genau über ein so ein POC, 100-Tage-Projekt, wie sich das bei uns schimpft, wo wir mit einem schnellen Test mal begonnen haben und jetzt die Lösung eines Startups tatsächlich im Einsatz haben. Fahren wir weiter, das müsste von alleine aufgehen. Wenn du... Zack. Ach, dann kann ich hier ja immer parken. Nein, das ist nur für Mitarbeiter. Ich bin da jetzt Mitarbeiter. Du brauchst die Weste noch nicht. Jetzt die Wand. Nein, hier noch nicht. Ach, die noch gar nicht. Aber warte, ich brauche meine Karte, sonst kommen wir da gleich nicht rein. Ich lauf mal vor. So, komm mal mit. Hi. Moin. So, hier die heiligen Hallen der Dispo. Da sind wir schon. Ja. Hi. Hi. Grüße. Na? Hi, ich bin André. Ich bin Sabrina. Hi, Sabrina. Genau. Erstmal habt ihr ja tollen Ausblick hier, ne? Ja, das ist ganz schön, oder? Alle Verkehrsträger, Straße, Schiene, Wasser. Ja. Und ihr habt vorher das anders gemacht und jetzt habt ihr mit einem Startup zusammengearbeitet und jetzt läuft das ganz anders. Richtig, ganz anders. In dem Sinne haben wir von dem Startup verlangt, uns mal ein bestimmtes Programm zu basteln, wo man wirklich dann die Disposition der LKW viel einfacher darstellen kann. Die ich hier überall so auf den Straßen sehe. Genau. Kannst du jetzt sogar nochmal zeigen, wie das früher lief? Oder lief das einfach nur mit einer Excel-Tabelle und manuell? Das war mit einem
A4-Blatt, einem Taschenrechner, Map and Guide. Ach so. Also das war richtig noch echt manuell. Richtig, ne? Oldschool. Genau, und das hat ganz gut funktioniert, sag ich mal, in den ganz Anfangszeiten, wo du eine 3-Handvoll LKW hast. Irgendwann überschreitest du einfach die Masse. So, und dann musst du dir überlegen, wie machst du das ganz geschickt. Und es gibt zwar klassische Transportmanagementsysteme, die man kaufen kann. Wir haben aber gedacht, wir wollen halt noch was richtig Cooleres haben, als was man normal auf dem Markt bekommt. Und so sind wir dann halt an das Startup gekommen. Und die haben uns halt jetzt tatsächlich ein Tool zur Verfügung gestellt, was das mit Sicht vollautomatisch macht. So, das ist hier unser neues Programm. Flutaro haben wir implementiert und kann dann in die Tourenplanung gehen. Tatsächlich gucken wir uns immer ganzheitlich die Woche an, weil wir auch immer im Voraus planen müssen natürlich. Viele Kundentermine sind ja fix einzuhalten. Dementsprechend schauen wir dann, was am besten zu kombinieren ist an Transporten. Und wie hat sich deine Arbeit jetzt verändert mit dem Tool? Also es fallen viele Arbeitsschritte weg, weil das einfach vieles automatisiert jetzt läuft. Gerade was ich auch ansprach, die Kommunikation mit den Fahrern. Per Knopfdruck bekommen die Fahrer auf diese App, die sie auch eben auf ihren Smartphones haben. Es gibt auch ein Gegenstück auf einer App. Ja, jeder Fahrer hat ein Smartphone und darauf diese Flutaro-App installiert. Aha. Auf Knopfdruck kann der Disponent sagen, so alle verteilten Aufträge sollen jetzt an den Fahrer übermittelt werden. Mhm. So hat er in Echtzeit die Daten, die der Disponent. Und du siehst in Echtzeit auch, wenn da jemand klickt, dann, dass da was abgeliefert wurde? Oder? Ja, richtig. Ja. Das aktualisiert sich immer fortlaufend und ist für jeden Anwender, der eingeloggt ist, immer in Echtzeit zu sehen. Ja, perfekt. Und spart ihr dadurch jetzt Kosten ein? Ja, deutlich. Gegenüber Zeit dem alten Prozess? Und Kosten. Habt ihr dann aber auch, da gab es auch eine Einmalzahlung für diese Anpassung? Für die, ja, okay. Das heißt, es gab so eine Einmalzahlung und jetzt seid ihr monatlich Lizenznehmer. Auch für Support, wenn ihr mal eine Frage habt, dann ruft ihr da wahrscheinlich auch an. Richtig, ne? War das schon mal der Fall, dass du da irgendwie an, hotline-mäßig? Ja, klar. Und das funktioniert dann auch? Ja, das funktioniert. Die auch alles? Die haben auch Notfallnummern und entsprechenden Fulltime-Service. Wir sind natürlich auch alle Täler und alle Höhen mit dem Startup durchlaufen. Habt gemeinsam geweint und gefeiert. aber sowas von. Zusammen geschwitzt. Du musst dir vorstellen, von den ersten Produkt, das war halt ein Server, der bei denen in Berlin unterm Schreibtisch stand. So, und dann kam unsere IT, wir brauchen ein Notfallkonzept 24/7, muss das irgendwie ins Rechenzentrum zusammen. Aber das ist ja tatsächlich wirklich so ein Glücksfall, ne? Dass ihr dann auf so ein Startup zugeht. Das ist ja wirklich wie Weihnachten, Lotto gewinnen und Ostern zusammen. Ja, das. Wenn ich da sitze in Berlin und was programmiere und ihr meldet euch. Ja, wobei ich glaube, der Lottogewinn Weihnachten und Ostern mit Osterhase zusammen ist, wenn das wirklich im Betrieb ist. Was wir halt echt oft haben. Ja, was ihr aber ja so weit gebracht habt. Genau. Hat. Was wir halt wirklich oft haben, ist, dass wir mit entweder Startups auf uns zukommen oder wir auf die und immer schnell in so ein Proof of Concept Projekt kommen. Wir haben jetzt insgesamt 29 Proof of Concept Projekte gemacht. Mit jungen Unternehmen. Nicht alle sind nachher so geendet wie dieses hier. Ja, ganz viele sind auch, okay, war ein nettes Proof of Concept und jetzt geht es halt nicht weiter. Ne? So. Okay. Und diese Kooperation kommt Start, fail, succeed, ne? Genau so. Ja. Das, und deswegen sagen wir auch mal, wir gehen sehr schnell in so ein Proof of Concept, nämlich fail fast und nicht, boah, jetzt machen wir daraus ein langes IT-Projekt und noch ein Jahr und noch ein Jahr und am Ende ist nichts draus geworden. Ja, aber das 100 Tage und das dann spricht ja für euch als Dinosaurier von 1877 dann da auch noch so wendig und schnell dabei zu sein und nicht zu sagen, ja, und jetzt nochmal hier 10 Runden und 50 Entscheider nochmal mit an den Tisch und in 5 Jahren können wir dann sagen, ob wir sowas hier benutzen. Genau. Das ging ja super schnell. Das ging super schnell, tatsächlich, also auch für uns ging das super schnell, also von dem Proof of Concept über dann die Entscheidung und Implementierung. In der Tat. Und solche Erfolge sind immer schön zu sehen. Ja, und Sabrina ist auch happy. Ja, total. Auf jeden Fall. So, und pass auf, wo das Ganze entsteht und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. So, und jetzt fahren wir in unser Digilab, in die Schmiede. In die Schmiede, da sehen wir jetzt, wo sowas entsteht. Ja? Genau, da wo die Kontakte, die Startups, wie sowas alles funktioniert. Zusammenkommen, genau so. Wir hatten schon ein bisschen echt Challenges miteinander am Anfang, ne? Sich aufeinander einzupendeln, sozusagen auf die verschiedenen Arbeitsweisen und liefern am Montag 14 Uhr ist halt für uns, liefern am Montag 14 Uhr und nicht am Dienstag um 8. Das ist schon echt, also jetzt im Nachgang, wir haben ordentlich graue Haare und geweint und gelacht zusammen und jetzt im Nachgang hat man im Schmunzeln im Gesicht und wenn wir uns sehen, dann
klatschen wir uns echt gegenseitig in die Hände und sagen, jo, das haben wir echt geil gemacht. Ne? Und du kennst die Gründer auch persönlich? Ich kenne die Gründer persönlich, ja. Und das sind auch, wie gesagt, die haben gestartet und das war wirklich so, dass die Gründer auch echt noch gehackt haben. Ne? Also die saßen da und haben programmiert. Und die haben nicht irgendjemanden vorgeschickt, der mit uns in die Gespräche geht, sondern die waren immer dabei. Und das war halt auch das Tolle, auch für uns eine super Erfahrung, dass du wirklich, wenn du gesagt hast, Freitag, so ey, die und die Features hätten wir da noch gern drin. Und dann hast du am Montagabend oder Dienstagmorgen... Am Montag um 14 Uhr. Ja, also, genau, also Dienstag, so ähnlich. Also Dienstag. Ja, also Dienstag hast du aber schon einen klickbaren MVP gekriegt. Aber ne? War beachtlich, dass die das Wochenende dann durchrocken. Ja, genau. Ne? Genau. Das meinst du nämlich auch. Ja, ne? Genau, das bei einem meine anderen Freitag anrufen um 15 Uhr, die sagen, ja... Wir machen einen Termin für Mittwoch, da können wir mal über die Anforderungen schnacken. Ja, genau. Ja, so, das halt, genau das meinte ich. Und das ist halt eben dieses agile Zusammenarbeiten. Das ist halt auch etwas, wo wir auch ganz erstaunt am Anfang erstmal große Augen hatten, aber das jetzt auch richtig wertschätzen und uns freuen, dass das auch halt echt klappt, ne? So. Next Station. Next Station, ja? DigiLab. DigiLab. Hier sind wir im DigiLab. Guck mal hier, das ist die BLG-Welt. Genau so. Und so sah es damals aus, 1800 irgendwas, ne? Jo, nicht 77, aber ein bisschen danach, bis die Digitalisierung kam. Mann, da sind ja Bilder dabei, geil. Ja. Voll eingestiegen damals ins Hafengeschäft. Genau, wir gucken da gleich rein. Moment, gucken, wo Christian hier ist. Caroline, hi. Hi, Caro. Hi, Christian. Hi, Christian. Genau, Christian, erzähl uns da ein bisschen, was wir hier so machen und ja, was so liegt. So Paletten-Style, damit das auch nach Startup aussieht. Wir denken auch tatsächlich darüber nach. Mensch, wir haben sexy Ideen, aber niemanden mehr, der das umsetzen kann. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt insbesondere im Online-Marketing unterwegs sind. Also jeder, der sich aufgerufen fühlt, darf sich gerne unsere Page anschauen, weil wir dort nämlich Entrepreneure suchen oder Leute, die einfach Bock haben auf Logistik, auf Technikthemen, um mit uns dann den nächsten Schritt zu machen, vielleicht zu gründen, selbst zu gründen, als unser Partner, vielleicht sogar Geschäftsführer eines Startups, um dann die Ideen, die wir hier haben, die wir auch gemeinsam weiterentwickeln wollen, mit unserem Asset im Schlepptau, dann in den Markt zu bringen. Wie viele Leute arbeiten denn hier im DigiLab? Ja, wir sind so zwischen 10 und 12 Leuten, die hier so rumtoben. Und hier ist die krasse Working Area. Hier ist die krasse Working Area, hi. Genau. Arbeitet ihr alle an irgendwelchen anderen Ideen oder arbeitet ihr alle an einem Projekt? Oder wie muss ich mir das genau vorstellen? Wir arbeiten alle an 100-Tage-Projekten, beziehungsweise 6-Monats-Sprints. Und jeder hat ein anderes 100-Tage-Projekt, in dem eben in 100 Tagen versucht wird, eine Idee umzusetzen, eine Technologie zu testen und ja. Und bedeutet das, wenn nach 100 Tagen sich kein Erfolg einstellt, dann wird das auch wieder verabschiedet? Ist das so eine Grenze, wo man sagt, das wird was oder das wird nichts? Ja, soll eigentlich so genau sein. Genau, und das ist für uns, gibt es halt zwei harte Kriterien. Zum einen, die Zeit ist um 100 Tage und wir sind nicht zum Erfolg gekommen oder wir sind zum Erfolg gekommen oder das vorgesehene Budget ist alle. Im besten Fall hat das Budget gereicht und wir sind vor 100 Tagen dann auch hier erst Chaka fett. Genau. Ja. Ja. Okay. Aber es okay ist halt, wenn es nicht so ist, dann ist das eben auch fail fast und spätestens nach 100 Tagen und dann ist Schluss. Und es gibt nicht den 101. Tag. Kannst du deines nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da passiert? Genau, also wir haben aktuell ein 100-Tage-Projekt zusammen mit Chibo, mit dem Bereich, wo es darum geht, die Personalplanung durch Machine Learning zu prognostizieren. Ist es denn jetzt auf Papier, einfach nur so Listen oder wie? Aktuell, wie genau, manuell gemacht. Ja. Die gucken sich das einmal die Woche an, planen ja die Schichten und wir versuchen das jetzt eben mit unserem Tool zu automatisieren. Also ein ganz normaler, banaler Schichtplan auf Papier, ja, ist das jetzt oder das sind so Boards in den Hallen? Und genau. Und jetzt soll das digitalisiert werden. Richtig, ja. Und jetzt sehe ich gerade noch was richtig, das Allerwichtigste bei euch im Büro. Geil, ne? Natürlich. Das hängt nicht nur, wenn du heute kommst. Ich dachte, das habt ihr jetzt gerade hier aufgehängt, oder? Nein, das hängt da. Nein. Wir warten auf das Neue. Tschüss, Christian. Bis bald, wir sehen uns beim Moin Camp. Ja, da baue ich das drauf, ne? Danke. Alle sehen wir uns beim Moin Camp, klar, ne? Jetzt fahren wir mal eben ins Operations. So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt brauche ich eine Warnweste, sagst du? Genau, jetzt brauchst du eine, okay, Warnweste, weil hier ist Safety First und wir, okay, sind hier zwischen Staplerverkehren unterwegs. Warte, und du kriegst noch hier
total aber, modisch schick, ne? Aber hier hoffentlich ohne Fail, ne? Nur Start und Succeed. Nur Start kein, und Succeed, ne? Hier gibt's kein Fail. Was brauche ich jetzt noch? Sicherheitsschuhe? Ja, ja, was machen wir? Wir sind hier live in der Übertragung gerade. Oh, okay. Ja, jetzt schauen wir mal. Und jetzt schauen wir mal richtig rein. Richtig also jetzt, rein. Jetzt, ich habe immer nur Monitore und Büros gesehen und jetzt geht es noch ein bisschen ans Eingemachte, so was ihr auch wirklich macht als PEG. Genau ja? So. Jetzt gehen wir den Kunde auch noch dabei. Perfekt, perfekt. Das besser kann es nicht sein. Ne? Ja. Jetzt gehen wir tatsächlich mal da hin, wo nicht nur Geld ausgegeben wird. So. Ich dachte, das ist hier alles sicher. Da läuft man im Dunkeln noch irgendwo gegen. Ja, und schwupps, sind wir. Läuft sich ganz geil hier mit meinen neuen Sicherheitsschuhen. Das ist der Unterschied, das ist die Business-Version. Ja, ja und das ist die Standard. Bei dir sieht das ein bisschen professioneller aus. Jakob, erzähl doch mal, was ist da, wo stehen wir jetzt hier? Was ist das hier? Ja, wir sind hier in einer Abwicklung. Wir nennen das CKD-Montage. CKD steht für Completely Knockdown. Das heißt, eine Versandart, wie unser Kunde Ware in die Auslandsmontagewerke versendet. Und wir verpacken hier im Prinzip, kann man sagen, Autos wie so ein Bausatz in Einzelpackstücke, die dann nachher ins Auslandsmontagewerk gehen und dort im Prinzip ausgetaucht werden. Dann wird ein Fahrzeug daraus zusammengebaut. Quasi wie so ein Revell-Modellsatz. Also alle Teile, die wir brauchen, um ein Auto bauen, eine C, eine S-Klasse, eine E-Klasse, je nachdem, dann hier verpackt in unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und dann im Auslandswerk, in Thailand, Malaysia, Indonesien zum Beispiel, wird dann ein Auto draus gebaut. Es gibt verschiedene Schwellenländer, wo extrem hohe Importbeschränkungen haben auf Fertigfahrzeuge. Ja. Und um das zu umgehen, tut man in sogenannten Revell-Bausätzen, CKD-Bausätzen, die Fahrzeuge verschicken, dort aufbauen. Ach, das hat Zollvorteile und... Keinen anderen Grund. Und das hatten ja der Daimler erfunden, das machen alle andere OEMs genauso. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo hier die Einzelteile liegen und wie das dann zusammengeschustert wird und verpackt wird oder was schauen wir uns jetzt hier noch genau, an? Genau, wo das einmal zusammengepackt wird in einen so einen Teil eines Ravel-Baukastens und da haben wir eine Innovation, nämlich die Datenbrille eingesetzt, weil wie du dir vorstellen kannst, das ist ja nicht... Der Ravel-Kasten braucht halt genau bestimmte Teile und zwar den roten Spiegel passend zur roten... Armatur. Und nicht eben den schwarzen Spiegel mit einer roten Armatur zusammen. Und das jetzt so mal ein einfaches. Da gibt es ja so viele Facetten. Das kennst du von deinem Mercedes ja auch. Ich habe den nie auseinandergeschraubt. Und ich bin ja jetzt hier auch Official BLG-Mitarbeiter. Genau, gebrandet. Ja? Für Russland im GLC, ein 300er für Matic. Ja. Ah, okay. Und jetzt sehe ich genau, wie viel ich hier packen muss. In die Tüte packe, dann sehe ich auch noch, in welchen Container ich das packe, wie viel ich da rein tue, dann scanne ich das wieder hier, ne? Genau. Und dann weiß das System, die habe ich da reingepackt und dann kann ich weitermachen. Genau. Ja, das ist ja genial. Ja. So, das ist jetzt nur noch mal etwas umfangreicher, das, was ich eben in der Brille gesehen habe. Ja. Am Anfang war das Papier. Und dann kam das. Ist das eine BLG-Lösung, die ihr implementiert habt? Genau so. Ach so. Und dann kam das mit der Brille. Und da haben wir uns jemanden gesucht, im Prinzip auch. Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die gesagt hat, wir machen das für euch, wir begleiten das auch. War das noch ein neues, junges Unternehmen oder gab es das schon? Also auch ein Startup kann man sagen. Das ist jetzt die erste und die nächsten 12 kommen jetzt Ende des Monats. Also das ist jetzt ein Beta-Test und dann fahrt ihr den aus. Ja. Und mit dem Unternehmen arbeitet ihr zusammen, die das herstellen. Jawohl. Sodass wir dann im Januar oder im Februar bei 40 Brillen sind, die wir hier machen. Du hast das eben gesehen, Digilab, also BLG als große Firma. Ja. Macht sowas, weil wir eben auch Input von außen wollen. Das ist ja das, wo wir sagen, wir wollen selber lernen, wir geben unseren Input und andere sagen uns, wie man es besser machen kann. Das ist ja gerade das, wie wir es jetzt machen. Ja, nicht schlecht. Finde ich gut, dass ihr da so offen seid und auch euch nicht verschließt und sagt, nee, da arbeiten wir nicht zusammen, die haben ja keine Ahnung, sind Newcomer oder so, oder wir können das selber besser. Also man muss tatsächlich sagen, das ist hier alles so manuell, dass es aber vielfältige Möglichkeiten gibt, da technische Unterstützung zu machen. CKD ist tatsächlich so ein Bausatz, das ist sehr, sehr speziell, was wir tun. Ja. Und deswegen ist das wichtig, dass wir uns so verhalten, wie wir das gerade jetzt machen. Das Geschäftsmodell von Chibo ist ja jede Woche eine neue Welt. Das heißt, jede Woche haben wir hier irgendwas anderes drin. Das ist ganz schön hoch hier. Jo, 40 Meter haben wir hier bis oben hin. 40 Meter? 40 Meter sind die Türme. Wir haben hier ungefähr 200.000 Stellplätze für Paletten und alles chaotisch eingelagert. Das heißt, neben Gummistiefeln stehen Bratpfannen und die CDs.
Aber chaotisch ist natürlich nichts, weil im System ist schon genau klar, auf welchem Platz die Gummistiefel Größe 36 oder 44 stehen. Vollautomatisch computergesteuert, genau, hier. Komplett. Wie viele Sachen sind hier eingelagert? Ungefähr 90 Millionen Artikel, die wir hier 90 haben. Millionen Artikel. Freunde, zieht euch das mal rein. Braucht ihr dafür auch noch schlaue Köpfe, die hier die Lagersoftware oder irgendwas nochmal optimieren? Ja klar, also schlaue Köpfe brauchen wir auf jeden Fall. Wobei, ja, wir setzen hier natürlich schon eine Software ein, die hier schon eine ganze Menge kann. Aber Optimierungspotenzial ist immer nach oben da. Also immer wieder bei euch melden. Ja? Immer wieder bei uns melden, offen, genau. Offen für Kooperation. Aber total offen. Ja, das ist halt immer so, 10-mal melden und vielleicht einmal klappt's. Das ist ja halt so. Ne? Und wir sind aber offen, hören uns jede Idee immer an, weil hinter jeder Idee kann echt ein Unicorn stecken, der uns weiterbringt. Ich würde gerne mal auf so ein Ding mitfahren, geht ja, das? Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Das dürfen nur ausgebildete Servicetechniker und das auch nur im Notfall. Hier, ja, genau, schon BRG gebrandet. Genau so. Aber nee, das kriegen wir leider nicht hin. Hier ist nur gucken, nicht anfassen. Das System bestimmt natürlich halt, welcher Lagerplatz am sinnvollsten für die Artikelgruppe ist. Also zum Beispiel Artikel, die jetzt sehr zeitnah wieder rausgehen, weil jetzt demnächst in der Werbung sind, eher weiter vorne und unten angelagert. Artikel, die vielleicht jetzt schon angeliefert werden und für mit Silvester Sachen bestückt sind, die sind vielleicht noch ein Stückel weiter hinten drin. Ne? Und so optimiert sozusagen das Lagerverwaltungssystem auch die Lagerplätze. Das ist jetzt komplett Chibo hier? Das ist komplett Chibo. Alles, was du in dem Shop-in-Shop-Konzept sozusagen findest, beziehungsweise auch online bestellen kannst, haben wir hier drin. Und kommt dann eben aus Übersee, aus China oder sonst kunterbunt. Woher? Kunterbunt. Und dann erstmal hier rein und dann geht das irgendwo nach Nürnberg oder vielleicht auch in eine Filiale in Bremen, in die Obernstraße. Genau, genau so. Genau, ja, so. Oder wenn du halt online was klickst, deine paar Socken oder jetzt Gummistiefel, weil es soll ja ein bisschen regnen, dann kommt lagern das auch wir das hier raus. Aus. Und dann geht das sozusagen nach gegenüber der Straße, da haben wir unseren Online-Versand und kommt dann in das Päckchen, wo André draufsteht und dann geht das zu dir nach Hause. Jetzt haben wir Scheiße gebaut hier, ne? Moin! Ja. Haben wir uns schon gedacht? Ja, ne? So, komm hier einmal raus. Ja. Ja, klar. Ist auch an? Ja. Jetzt habe ich ja alles einmal erlebt. Jetzt hast du alles einmal erlebt. Sicherheitsunterweisung, ja. Sicherheitskontrolle. Ja. Fahrzeugdurchsuchung. Ja, passt. Genial. Ich danke dir für die hervorragende Tour hier. Das war ein richtiges Erlebnis. Hat Spaß gemacht. Also Leute, meldet euch bei Jakob. Ich verlinke hier unter dem Video wie immer alles. Sucht Jakob einfach bei LinkedIn raus. Den Namen findet ihr hier unter dem Video. Könnt ihr euch nochmal melden, wenn ihr da eine Idee habt, die hier zu dieser Logistikwelt passt. André. Ja, Jakob. Herzlichen Dank. Ja, danke dir, ne? Hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dich dann beim Moin Camp wiederzusehen. Jawohl. Und auch da könnt ihr Jakob und die BLG, da hast du ja natürlich auch noch andere Kollegen dabei. Da, ne, sind noch andere Kollegen mit, ja, dabei. Wir tauchen da mit einer relativ großen Mannschaft auf. Also man wird uns da schon finden. Also wird an den Warnwesten erkennen, wenn wir da rumlaufen. Ja, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Ja, wir schauen mal. Das wäre natürlich ein Eyecatcher. Das wäre ein Eyecatcher, genau. Für alle, die hier zugeschaut haben, die wissen dann sofort, das ist die BLG-Gang, ne? Genau so. Ja, wir gucken. Wir lassen auch gute Inspirationen. Wir denken drüber nach. Perfekt. Gebt dem Video einen Daumen hoch, ne, wenn ihr das Startup-Taxi supporten wollt. Abonniert das Taxi und damit sind wir raus. Bam!